Ist das? Eine Basis, das bekommt er hin. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? So, wir haben schon mal gesagt, Luftsprengen und Weltzerstörung ist nicht. Also nehmen wir den Erdball ausradieren. Da sollte er hinbekommen, weil Planet, er sagte wieder Planet, weil er kann ja kein P sprechen. Deswegen Erdball. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir werden uns wehren, weil attackieren kriegt er ja auch nicht so richtig hin. Offensive auch nicht. Wir werden uns wehren. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Jetzt wird's jetzt schwierig. Das ist jetzt die Lage. Es ist die Lage. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Ich hoffe, dass er das L sprechen kann. Argus will hier eine Bombe. Jetzt geht's los. Eine Bombe, Lebensraum ist hier über gleich, um den Ozean entvölkern, um das Meer einzuäschern. Äschern geht nicht. Um die offene See zu zerstören, es geht nicht. Um den rostroten Meer unbewohnbar zu machen. Das ist das für mich einzig Logische, weil Ozean, Explosion und sowas, Z kriegt er nicht hin. Also ist das das Einzige, was er hinkriegt. Zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das rostrote Meer unbewohnbar machen. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Kriegt er das G hin? Das ist die Frage. So, das geheime Wissen in Golems, in Ghouls Gehirn oder die Daten im Ghouls Implantat gespeichert geht nicht. Ghouls Datasette geht nicht. Aufstiegscode geht nicht. Es geht nur das, weil S geht ja nicht. Überall, wo ein S drin ist. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Ghouls Gehirn. Jetzt bitte. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janos. Ich kann das jetzt auch machen. Daumen drücken, komm schon. Nein, ich mach das schon. Komm schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen. Gut. Okay, eins ist richtig. Noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das rostrote Meer unbewohnbar machen. Das rostrote Meer war falsch. Das rostrote Meer. Nur das rostrote Meer. Okay. Okay. Nur das rostrote Meer. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Okay, okay. Das ist schon wieder getan. So ein Aber was? Ich spinne. Es muss leichter sein für dich. So, wir haben es also soweit richtig bis auf das rostrote Meer. So, machen wir jetzt also das rostrote Meer. Das ist das Einzige. Und dann kommt noch das Implantat, dann bin ich gespannt. Ach man, der Avian, der tut mir echt leid. So, jetzt Symbol. Das gehört morgen gleich ab. Das haben wir ja schon ein paar tausend Mal gehört. Reicht ja. Und wie? So, jetzt. Geht's mal los. Das ist eine Basis. Hier. Was ist das? Weil eine Basis. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? Erdball ausradieren war richtig. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir werden uns wehren, ist auch richtig. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Jetzt geht's los. So, das ist die Lage einer Basis, hat er ja hinbekommen. Die Lage einer Basis hat er ja hinbekommen. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich, red weiter. Okay, jetzt. Argus will hier eine Bombe. Jetzt geht's los. Was nehme ich jetzt hier? Lebensraum um das rostrote Meer, offene See, um das Meer einzuäschern, das Ozean zu entvölkern. Es kann eigentlich nur das sein, weil überall ist ein S drin, ne? Einäschern und da sagt er dann, was heißt das? Kann Ozean entvölkern sein. Ich hoffe, dass er das hinkriegt. Komm schon. Abwerfen und dadurch den Lebensraum um den Ozean entvölkern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? So. Aufstiegscodes geht nicht. Ghouls Datasette geht nicht. Ghouls Gehirn geht. Implantat gespeichert geht nicht. Ghouls Gehirn. Ja, das ist auch schon S drin. Ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Ghouls Gehirn. Komm schon. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janos. Ich kann komm das schon. Auch machen. Janos? Nein, ich mach das schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht. Jetzt geht's los. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe abwerfen und dadurch den Lebensraum um den Ozean entvölkern.
Das war's nicht. Ich hänge halt an der Stelle. Okay. Nochmal. Alter. Kriegst du langsam Hals dabei, oder? Ist. Ich glaube, da ist irgendein Trick dabei. So, nochmal. Das Symbol. Wir springen auch gleich alles wieder. So, das ist ein Symbol. Überspringen wir auch gleich, so schnell es geht. So langsam wird es nervig. Erstmal war es lustig, jetzt wird es nervig. So, nochmal. Trotzdem geht es ja trotzdem. So, Basis haben wir geschafft. So, welche Erdball ausradieren, haben wir auch geschafft. So, uns wehren, kriegen wir auch hin. Jetzt, das ist die Lage, kriegen wir hin. So, wir haben nur zwei zur Auswahl. Ozean geht ja nicht und Rossrote Meer geht auch nicht. Um das Meer einäschern, aber offene See zerstören. Der kriegt das aber nicht hin. Das ist also Meer einäschern. Ich hoffe, dass das klappt mit diesen Einäschern. Ich hoffe, dass es klappt, aber ich glaube schon, dieses Wort einäschern. Da geht er schon daneben. Hochgehen lassen. Aber was macht? Ja. Und dann immer noch Ghouls Gehirn. Ich bin gespannt. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Komm schon. Kannst du das? Ich mach da. Ich kann das. Nein, nein. Los, Janusz. Und los geht's mit dir. Zeig nochmal das. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Schafft. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Bol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Wir haben es geschafft. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustellen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Das ist ja nicht mal Widerstand. Janusz ist auch cool. Ein Hoch auf Rufus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay. Das war so cool. Du hast Janusz wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, drei Goals zu daten. Aber Rufus. Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach in Docs Labor, ja? So, cool, wird endlich repariert. Dufte. Alle Persönlichkeiten sind da. Und da sollen zur Lehre sein. Wenn es um Datasetten geht. Wenn es um Datasetten geht, dann ruf die Besten holen. Hä? Janusz? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Wieso? Was steht denn da drin, Furschig? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Tat um. Was denn sonst? Mein Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeugen. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin?
Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Gol eine funktionierende Schwiderkranz. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgots bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Gol als Geiseln genommen und wollen so ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald es zur Wollenstunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. Genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Oh Gott, Freiheitskämpfer. Ach Mann, Mann. Okay, was kann man machen? Wir haben immer noch die Farbe. Wir reden erstmal mit den Kollegen hier. Hallo Liebold. Hey Rufus. Wie läuft die Belagerung? Könnte besser laufen. Ist viel los, was? Einmal das und dann sind auch noch die Erdnussflips ausgegangen. Okay, mehr sagt er nicht. Hallo, Garlef. Hey, Rufus, hol dem Organon. Im Organon? Ich dachte, ihr kämpft hier gegen das unorganisierte Verbrechen. Das, muss man im Zusammenhang sehen. Es gibt da Verbindungen. Man muss nur die Schnüre zurückverfolgen und die Enden verknüpfen. Apropos, deine Schnürsenkel sind offen. Ich weiß, die Schleifen kriege ich einfach nie richtig hin. Keine weiteren Fragen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sag mir einfach, ich fühle mich derzeit nicht... Ja, gut drauf für eine Krawatte. Sagen wir es so, okay? Und, was ist nun? Ich dachte, du wolltest was ausprobieren. Wenn dir nicht gleich etwas einwirkt, müssen wir Docs Praxis stürmen. Nein. Auf keinen Fall stürmen. Hörst du? Mir fällt schon was ein. Na dann, worauf wartest du? Zeig mal, was du drauf hast. Außer dem korrekten Einsatz von harten Konsonanten. Den korrekten Einsatz von harten Konsonanten. Dann? Was hast du wo? Was wohl? Ich gehe da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja, Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Was war denn das jetzt? Die sind alle beknackt auf der Welt, oder? Portal. Komm, wir reden mal kurz mit Janosch. Und, was ist nun? Hetz mich nicht. Mir fällt schon was ein. Okay. Aber dann würde ich die ganze Action verpassen. Ich könnte mich natürlich auch einfach verpieseln. Aber dann würde ich die ganze Action verpassen. Okay, wir wollen die Action sehen. Die geheimnisvolle Stimme sagte, ich soll das Portal nehmen. Gleich, nachdem ich die Fernbedienung mit Liebolds Implantat benutzt habe. Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Und zapp. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Ätzend. Was? Ab ins Portal. Ich hab wieder mich selbst getroffen. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Hey,
Das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser